Dein iPhone hat sich plötzlich von alleine ausgeschaltet und kommt jetzt beim Starten nicht mehr über das App-Logo hinaus. Du hast bereits probiert, ein Update über iTunes zu machen, aber das hat auch nicht geholfen. Dieses Problem ist super bekannt und nennt sich Fehler 14. Wie du dieses Problem lösen kannst, verraten wir dir in diesem Video. Dieser Fehler ist nicht neu, sondern es gibt ihn schon seit einigen Jahren und er tritt bei allen iPhone-Modellen auf. Der Fehler tritt auf, wenn der Speicher vom iPhone voll ist. Kurz vorher meldet das iPhone den fast vollen Speicher. Jedoch wird der Speicher durch automatische App-Updates und eingehende Nachrichten weitergefüllt. Ist das Limit erreicht, stürzt das iPhone aufgrund eines Systemfehlers ab und startet anschließend neu. Jedoch fährt das iPhone dann nicht mehr komplett hoch, sondern bleibt beim Apple-Logo hängen. Das nennt man den sogenannten Bootloop. Über iTunes lässt sich das Gerät zwar wiederherstellen, jedoch sind in diesem Fall alle Daten verloren und lassen sich nicht mehr zurückholen. Kontaktiert man den Apple Support, wird einem geraten, dass man ein Update auf dem Gerät durchführen soll. Jedoch wird durch diesen Versuch das Problem nur noch verschlimmert. Da auf dem iPhone nicht genug Speicherplatz für ein Update zur Verfügung steht, kann iTunes das Update nicht abschließen. Infolgedessen kann dieses Update gar nicht erst installiert werden und iTunes zeigt dir den Fehler 14 an. Wenn dieser Fehler bei dir aufgetreten ist, solltest du auf keinen Fall probieren, das Gerät über iTunes abzudaten. Falls du das versuchst, wird es deutlich schwerer, Daten von dem Gerät zu retten. Wenn du das bereits gemacht hast, ist es nicht unmöglich, dass noch Daten gerettet werden können. Apple bietet für dieses Problem aktuell keine Lösung an. Apple geht nämlich davon aus, dass du regelmäßig Backups von deinem Gerät machst. Googelt man nach diesem Fehler, wird man viel Software finden, die einem verspricht, die Daten zu retten. Wenn man jedoch genauer recherchiert, wird man schnell feststellen, dass das in keinem dieser Fälle funktioniert. Wir haben mittlerweile jedoch eine Lösung entwickelt, in der wir in 8 von 10 Fällen sämtliche Daten von dem Gerät gerettet bekommen und gleichzeitig das iPhone auch wieder zum Laufen kriegen. Auf smartphonedatenrettung.com kannst du ganz unkompliziert dein iPhone für eine professionelle Datenrettung einschicken. Nach einer vollständigen Analyse deines Geräts melden wir uns bei dir und sprechen die Datenrettung mit dir ab. Nach der Datenrettung funktioniert dein iPhone zudem wieder einwandfrei und du hast wieder Zugriff auf alle deine Daten. Für den Fall, dass wir die Daten von deinem iPhone nicht retten können, musst du natürlich auch keine Datenrettung bezahlen. In diesem Fall berechnen wir lediglich eine kleine Aufwandspauschale. Solltest du weitere Fragen zum Thema Fehler 14 und der Reparatur haben, schreib uns diese in die Kommentare. Leider konnten wir dir in diesem Video keine Lösung anbieten, indem wir dir zeigen, wie du die Daten selbst retten kannst. Falls es irgendwann eine Möglichkeit geben sollte, wie du bei diesem Problem deine Daten selbst von zu Hause aus retten kannst, werden wir direkt ein Video dazu drehen. Vergesse also nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um dieses Video nicht zu verpassen.